So, Samba Wischer, heute machen wir das System genau andersherum. Ich zeige euch jetzt Level 1, 2, 3 und 4 vom Anfänger über Tanzkreis vor Turnier, Turnier, wie wir das langsam aufbauen. Da gibt es natürlich noch Feinheiten hier und da. Es geht jetzt erstmal um das Grobe. Ich tanze es euch vor, danach erkläre ich jedes Level langsam ohne Musik und tanze es dann nochmal separiert mit Musik vor, dass ihr ein bisschen mitüben könnt. Los geht's! Level 1 und 2. So, dann steigen wir jetzt ein. Level 1 wäre ganz einfach der Wischer ohne großartige technische Informationen, außer dass wir diesen lockeren Bounce mitnehmen. Wir haben immer und 1 und 2 und 3 und 4 und. Genau, das heißt, wir fangen im Knie an, gehen links zur Seite und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und. Genau, das heißt, wir haben Fußtiming gleich Bounce-Timing. Wir haben noch nicht aufgeteilt in irgendwelche Dreiviertel-Viertel-ganzen Schläge. Wir starten im Knie und tanzen und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ganz easy, erstmal Level 1. Bei Level 2 versuchen wir jetzt mal ganz konkret auf das Einkreuzen zu achten. Und zwar, wir kennen das schon aus dem Lockstep, in ein sogenanntes Latin Cross. Das heißt, wir starten wieder im Knie und gehen und 1. Und wenn wir jetzt den Fuß ranziehen, versuchen wir jetzt das Kreuzen so zu machen, im Prinzip wie im Lockstep, dass der hintere Fuß mit der Innenkante belastet ist. Und die hintere Fußspitze immer zur Ferse des vorderen Fußes zeigt. Ungefähr 90 Grad. Genau. Und dadurch haben wir auch hier wieder hinteres Knie arbeitet gegen vorderes Knie arbeitet gegen hinteres Knie. Und wir haben ganz viel Druck und Kontrolle, um dann, wenn wir hinten kurz draufstehen, vorn wieder absenken zu können. Ich zeige es von der Seite. Wir gehen 1, hoch, hinterkreuzen, wirklich die Fußspitze auswärts drehen und absenken und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Genau, das heißt, wir versuchen auch schon beim Hochgehen 1 den Fuß jetzt schon ganz eng zu kreuzen, dass die Knie in Kniekehle sind. Und wenn ich jetzt vorne wieder absenke, drücke ich sozusagen mit dem hinteren Knie gegen das vordere Knie. Es entsteht ein Widerstand und ich kann das besser kontrollieren.
Eins und zwei und drei und vier. Genau. Was ihr jetzt noch dazu nehmen könnt, sprich, das wäre jetzt schon das Tanzkreisniveau, ist, dass der freie Fuß mit einem leichten Kreis nach hinten kreuzt. Sozusagen eine runde Aktion. Dann fällt es auch leichter, den Fuß in die Position rein zu bekommen. Okay? So, Level 3, Vorturnier, Breitensport, da gibt es jetzt fließende Übergänge, wie bei allem fließende Übergänge. Jetzt geht es aber schwerpunktmäßig auf jeden Fall in den klaren Fuß-Bounce-Rhythmus. Das müssen wir trennen. Wir haben immer 1, 2, 1, 2 Bounce-Bewegung und immer 1, 2, 3, 1, 2, 3 Schritte. Also zwei Bounce-Bewegungen und drei Schritte müssen wir jetzt koordinativ irgendwie zueinander bringen. Das heißt, wir starten. Und 1, senken wir auf den Ballen ab, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Das heißt, wir teilen das Ganze jetzt auf in 8 Zwischenschritte, beziehungsweise, wenn wir es jetzt musikalisch sehen, auf folgende Taktschlagwerte. Wir haben im Bounce halb, 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 halb in den Füßen, Dreiviertel, Viertel ganz. Dreiviertel, Viertel ganz. Also ich habe 1, 2, 3 Viertel, 4, 1 Viertel, 5, 6, 7, 8, 4 Viertel, also ein Ganzes. Genau, und das müssen wir jetzt versuchen zu übertragen. Und wir starten und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und genau, als allgemeine Regel können wir festhalten, wir müssen immer zuerst aus dem Knie, bevor der Schritt kommt, zuerst aus dem Knie, bevor der Schritt kommt, zuerst aus dem Knie, bevor der Schritt kommt, zuerst aus dem Knie, bevor der Schritt kommt und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Wir machen es schon mit dieser leichten Runde. Einmal nochmal von hinten. Starten auf dem linken, gehen nach rechts. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und... So, Level 4, wir hängen alles zusammen, wir brauchen Informationen aus Level 1, Level 2 und Level 3, bauen noch ein, zwei kleine Dinge zwischen rein, um sozusagen diese einzelnen markanten technischen Punkte jetzt zu verbinden in einen Fluss, dass es sich rund bewegt,
ohne jetzt den Fußrhythmus und den Bounce-Rhythmus zu vernachlässigen. Genau, wir fangen jetzt an. Ich teile mal wieder ein in diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir stehen auf dem rechten Fuß, kommen aus dem Knie, beziehungsweise erstmal ohne die Aufteilung, zunächst erstmal den Ablauf an sich. Ich komme aus dem Knie und rotiere. Bringe den Fuß, strecke ihn zur Seite und senke über den Ballen ab und lande jetzt in einer stark vertwisteten Position. Rechte Brust gegen linke Hüfte. Jetzt beginnt mein Becken, wie vorher auch, Pelvis Tilt nach vorne zu arbeiten. Und dann habe ich meinen tiefsten Punkt. Ganz wichtig, tiefster Punkt und Becken müssen zusammentreffen, um dann, ihr wisst, erst wenn wir nach oben kommen, nach hinten zu rotieren und jetzt den freien Fuß ranzuschließen. Es gibt ganz viele verschiedene tänzerische Versionen vom Wischer. Technik ist immer dieselbe, aber ich kann immer verschiedene Punkte selektiv mehr oder weniger herausarbeiten. Jetzt geht es mir heute mal um eine starke Rotation, also auch für die BA-Paare eine etwas andere Version. Ich bin jetzt kurz vor Beendigung meines Wischers und über die Rückrotation lande ich jetzt quasi wieder in meiner High Spiral Position und senke dann ab in mein Latin Cross, indem ich den Fuß, das hintere Knie wieder in die vordere Kniekehle nehme. Gleiche Aktion auf die andere Seite. Ich komme raus, beginne zu rotieren, schicke meinen rechten Fuß zur Seite, lande in einer leicht vertwisteten Position, rechtes Becken gegen linke Brust, lasse jetzt mein Becken durchlaufen in den tiefsten Punkt, komme jetzt wieder raus, ziehe das freie Bein ran, um dann meinen höchsten Punkt zu erreichen, Ferse senkt ab, Latin Cross, Endposition, wie in allen anderen Positionen auch. Wenn ich es jetzt mit Zahlen versehe, beginne ich jetzt bei der 7, weil ich meinen Schritt ja vorbereiten muss. Das heißt, ich komme raus, 7, die Seite beginnt zu rotieren, 8, 1, bin ich schon auf dem Weg ins Knie, gehe noch ein bisschen weiter rein und bringe jetzt mein Becken 2 nach vorn. Wenn ich das Ganze stärker machen will, darf ich den Fuß noch mehr ausrotieren, dann kriege ich noch viel mehr Vertwistung da rein. Wichtig, Becken muss trotzdem immer in Richtung des Knies gehen, nicht irgendwie drüber hinaus oder sonst irgendwas. 3 haben wir jetzt hier, genau. 2 haben wir hier. 3 heißt, ich komme raus, bringe meinen Fuß ran. 4, 5, 6, jetzt geht's los nach rechts, quasi von eurer Position aus gesehen. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Genau, geht es dann wieder rein. So, ich zeige dasselbe nochmal von hinten, da kann man es einfach nochmal ein bisschen besser ablesen. Ich stehe auf dem linken Fuß, Latin Cross. Die Arme nehme ich jetzt gleich schon mal als Balancestange mit, werde sie aber erst im letzten Schritt dann mit dazu erklären. Ich komme hoch, 7 beginnt zu rotieren, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Genau. Die Arme gehen immer wieder gegengleich mit. Hinter den Körper, vor den Körper, wie wir es schon mal in Rumba besprochen haben oder besprechen werden, für die, die es noch nie gesehen haben. Und hier versuchen wir wieder, hopp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Genau, immer dagegen. Noch einmal von vorn. Hauptaugenmerk jetzt auf die Arme. Wenn die eine Seite vorgeht, müssen die Arme wieder hinter den Körper. Wenn der Körper nach hinten rotiert, wechseln die Arme wieder in die Gegenrichtung. Boom. Boom. Tschka. Boom.